Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Aktuell gibt es die Liberlow Raids und ich glaube, es herrscht Redebedarf von meinem letzten Video, wo ich die Pokémon vorgeschlagen habe. Hatte ich ja gesagt, Cremanzo wäre so mein Way to go, den haben wir auch am Anfang viel benutzt. Jetzt bin ich aber so ein bisschen auf Psyopatra hängen geblieben und ich erkläre euch auch jetzt wieso. Oder zeige es euch. Mit Psyopatra solltet ihr es eigentlich easy schaffen, den Liberlow Raid zu soloen? Auf jeden Fall den Solo zu schaffen. Dafür braucht ihr einen Psyopatra mit der Fähigkeit wir werden es gleich sehen, ich vergesse den Namen immer. Ah? Jetzt kommt's gleich. Ich sag's nochmal. Profiteur, glaube ich, ne? Ja, da, Profiteur. Das kopiert immer, wenn Liberlow den Protzer macht, die Auswirkung. Und dazu mache ich dann immer am Anfang einmal Daunenreigen, um seinen Angriff zu senken. Als Item natürlich Muschelglocke drauf, ganz wichtig. Daunenreigen macht den Angriff minus 2. Und jetzt drückt ihr eigentlich die ganze Zeit nur auf Lichteinschlag. Also relativ easy. Cremanzo war echt sehr kompliziert. Man musste Psychofeld drücken, man musste Reflektor drücken und alles mögliche. Hier hat man echt eine easy Alternative. Man drückt einmal Daunenreigen, um den Angriff von ihm zu schwächen. Und dann die ganze Zeit nur Lichteinschlag. Jetzt macht er nochmal Protzer. Da kriegen wir mit Profiteur nochmal Angriff von Death. Und Lichteinschlag hat einen krassen Vorteil. Und zwar senkt das die Spezialverteidigung vom Liberlow immer um 2 Stufen. Also eigentlich ist die Attacke komplett broken. Psychokinese zum Beispiel macht zu 10% eine Stufe runter. Und Lichteinschlag ist nur 10 Attackenpunkte schwächer und macht immer 2 Stufen weniger. Ist komplett busted, wirklich. Komplett busted. Ihr werdet auch gleich den Schaden sehen mit dem Vogel. Ich zeige euch auch gleich die Werte. Die Werte sind nämlich echt nicht hoch auf dem Vogel. Und das Coole ist, wenn er jetzt 3-4 mal Protzer gedrückt hat, dann seid ihr plus 4 auf Angriff und Verteidigung. Und dann könnt ihr sogar Kraftvorrat machen und haut noch mehr Schaden raus. Jetzt einmal Kraftvorrat und dann kommt da noch mehr Schaden bei rum. Ja, das schmeckt ganz gut. Ja, also Psyopatra ist echt easy für Liberlow. Und ganz wichtig natürlich, Terra Psycho drauf zu machen, damit ihr hier jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Schaden macht. Das ist natürlich ganz wichtig. Natürlich wieder Kraftvorrat. Das könnt ihr so lange machen, bis er die Stats zurücksetzt. Dann müsst ihr wieder auf Lichteinschlag gehen. Und Lichteinschlag verringert ja dann auch wieder die Spezialverteidigung von Liberlow, ne? Man hätte jetzt auch die Attacke, die ich vorher gemacht habe, nochmal Lichteinschlag machen können, damit er jetzt auf minus 6 ist. Aber ich denke, das sollte so okay sein. Es gibt einen Punkt, wo er auch eure Def zurücksetzt. Die ist relativ kritisch, weil da müsst ihr auf jeden Fall Full Life sein, weil er dann relativ viel Angriff hat, ihr keine Def mehr. Und er ab einem bestimmten Zeitpunkt auch keinen Protzer mehr macht und ihr also die mit Profiteur nicht mehr kopieren könnt. So, genau jetzt ist alles wieder auf Null bei euch und bei ihm auch. Und jetzt haut der ganz schön Schaden rein. Ihr könnt dafür dann zum Beispiel einen Reflektor spielen, das würde helfen. Oder ihr macht einfach weiter Lichteinschlag. Also in der Regel reicht das auch. Einfach Lichteinschlag weiter, ihr haltet euch ein bisschen gegen mit Muschelglocke. Ihr senkt seine Spezialverteidigung. Ah, da kommt auch ein Protzer rein, perfekt. Also ist relativ easy. Ich muss es gerade nochmal machen. Er hat zweimal einen Lucky Volltreffer rausgehauen. Und mich zweimal gekillt damit. Das war richtig unlucky. Aber
jetzt direkt beim zweiten Versuch hat es easy geklappt. Ich habe so wie eben auch Downreigen, dann dreimal Lichteinschlag und dann, sobald ihr Terra machen könnt, hab ich Kraftvorrat gemacht mit 200 Schaden ungefähr dann. Und ganz am Ende ist dann damit macht ihr dann komplett den Schild weg. Habt ihr ja gerade gesehen und dann könnt ihr den Rest easy machen. Gegen die Lucky Volltreffer, ihr kennt sie, da kann man leider nichts machen. Also zumindest weiß ich nicht, was man da aktuell gegen machen kann. Schaut euch an, wie viel Schaden er macht. Wenn ihr jetzt einmal hier stirbt, ist es auch nicht so schlimm. Also ihr kriegt ihn auf jeden Fall jetzt down. Und so könnt ihr Lieberlo in der Regel easy solo machen. Wichtig ist, erstmal downen reigen, dann dreimal Lichteinschlag, dann Terra mit Kraftvorrat und dann ist er down. Dann ist der Schild weg und dann den Rest, den können sogar die Bots machen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz die EVs, die bei mir auch übrigens nicht perfekt sind. Ich habe EVs auf KP und auf Defense. Defense ist ganz wichtig. KP wäre eigentlich nicht so wichtig. Besser wäre Spezialangriff, damit macht ihr bestimmt nochmal ein bisschen mehr Schaden. Also sehr viel mehr Schaden, macht es euch auf jeden Fall auch einfacher. Wichtig Muschelglocke, mäßiges Wesen, Profiteur als Fähigkeit, Attacken, Daunenreigen, Lichteinschlag, Kraftvorrat und ihr könntet eventuell auch Reflektor spielen, das habe ich jetzt hier nicht drauf. Also ihr seht auch, die Bots machen den dann fertig. Lichteinschlag, Kraftvorrat und Daunenreigen und was ihr noch halt machen könntet, wäre ein Reflektor, den habe ich leider nicht hier drauf. Und so schafft ihr Lieberlo in der Regel easy alleine. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und auch ein Follow auf den Kanal. Und wenn ihr live dabei sein wollt, ich bin heute auch hier den ganzen Tag live und mache Lieberlo Raid mit der Community. Wenn ihr da dabei sein wollt, guckt mal gerne bei Twitch vorbei. Der Link zu Twitch ist unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.